Oh, das haben sie verändert. Die Schweine! Jetzt kommen die Viecher rein! Ich werd nicht mehr. Ich geh mal, ne? Ist ja unglaublich. So was Gemeines. Im Original kommt auch ein Hund an die Tür. Allerdings macht Jill geistesgegenwärtig die Tür dann auch wieder zu. Deswegen war ich jetzt doch geringfügig überrascht. Okay, aber damit geht's jetzt für uns los. Wollen wir mal schauen, ob wir hier nicht irgendwas finden können. Ist natürlich auch super von Barry, nochmal das Esszimmer zu untersuchen, denn dort ist die Chance, vor allem Wesker zu finden, jetzt nicht so groß, muss ich sagen, ne? Aber gut, schauen wir uns mal um. Ein kleines Galerielager hier, wie es aussieht. Ich hätte gedacht, im Original diktieren ein Zombie rum. Wir stecken uns mal den Dolch ein. Mit Verteidigungsobjekten wie dem Dolch können sie vorübergehend ausweichen, wenn ein Gegner sie packt. Sie können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner sie von hinten packt. Um ein Verteidigungsobjekt auszurüsten, gehen Sie zum Statusbildschirm und wählen Sie ein Objekt im Menü Verteidigungsobjekte. Wählen Sie dann den Befehl Ausrüsten. Ist Ihr Verteidigungsobjekt in den Controller-Einstellungen auf manuell gestellt, so müssen Sie zum Verwenden des Verteidigungsobjekts LB drücken. Nein, ich habe es auf automatisch stehen, glaube ich. Aber wir wollen es trotzdem mal aktivieren. So, wie war das jetzt? Ausrüsten. Ist das das jetzt? Ich glaube schon, oder? Ah ne, das ist unser Kampfmesser, okay. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Können wir aber auch mal kurz anschauen, wenn wir das Messer in der Hand haben. Ist halt... Oh Gott, Jill, wie schlägst denn du zu mit dem Messer? Das sieht ja aus wie ein Mädchen. Also wirklich. Gut, wir können also mit unseren Angriffen nach oben, Mitte, unten noch ein bisschen arbeiten. Je nachdem, wo wir hinschießen wollen. Wenn die Gegner am Boden liegen, müssen wir eben auch nach unten zielen. Allerdings ist das Messer wirklich bloß im äußersten Notfall zu benutzen. Eigentlich bringt es einem nicht viel, das Ding. Also ich habe vorhin mal ganz kurz angespielt, um so auszuchecken. Da habe ich das mit Chris gemacht. Da hat man am Anfang nur ein Messer. Und... Was? Ach, komm schon! Ach. Stirb, Bitch! Ja, ich gehe da mal so rum. Oh Mist, es reicht nicht. Ich dachte, die 5 Schuss würden schon reichen. Okay, damit ist unser Messer dann schon... Hallo, geht's noch? Ich hatte ja gar keine Chance, jetzt noch irgendwas zu machen. Damit ist unser Messer nun leider auch schon aufgebraucht und uns hat es auch noch ein bisschen angetitscht. Das lief ja gar nicht mal so gut. Okay, es ist also ein bisschen anders als im ersten Teil noch. Da gab es solche Verteidigungsobjekte und all das nicht. Verschiedene Kunstmaterialien, gut, ansonsten ist ja auch nichts weiter. War letztendlich, also, können wir das Messer nicht wieder einstecken? Geht das nicht? Nee, schade. Ja, also, eigentlich hat uns das jetzt gar nichts gebracht hier, dieser Hinterraum, sondern wir haben einfach nur Schaden kassiert. Das war nicht so toll. Gut, gehen wir aber mal weiter. Mal sehen, ob sie... Ach, natürlich, die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingraviert. Also müssen wir nach einem Schlüssel mit Schwert suchen. Na gut, von mir aus. Was haben wir denn hier eigentlich? Jill, dreh dich mal hier hin. Frau am Brunnen. Na dann. Gut, hier ist also nichts weiter. Vielleicht sollten wir mal bei Barry vorbeischauen. Nur so ganz kurz. Okay, an die Sache... Oh, der ist ja immer noch hier. Die kleine Bitch. Ich dachte, der ist weg. Ja, ich lass den mal. Also ich renne bloß drum herum den Hund, weil Hunde sind der Erfahrung nach äußerst unangenehme Gegner. Die sind schlecht zu treffen, weil schnell und gleichzeitig auch ein bisschen garstig, was den Angriff angeht. Und wir stellen fest, Barry ist weg. Was soll denn der Mist? Okay, dann schauen wir vielleicht nochmal hier hinten nach, ob denn unser Zombie-Freund noch hier ist. Ich weiß es gar nicht mehr. So, und ich muss mich auch wieder erst ein bisschen in die Kämpfe reinfuchsen. Hat Kenneth denn irgendwas für uns? Die Leiche ihres Kameraden Kenneth. Anscheinend hält er irgendetwas fest. Kenneths Film. Das ist der Film, der Kenneth gehörte. Ich brauche einen Videorekorder, damit ich ihn ansehen kann. Gut, machen wir später. Ist wahrscheinlich sowas wie mit Joseph Frost, unserem Alpha-Team-Kollegen, den wir am Anfang verloren haben im Intro.
es war doch nicht bloß ein Donner. Okay, ich dachte, es wäre bloß... Oder? Hallo? Jemand reingekommen? Alter, hier ist aber... Ah ja, das ist doch unser Freund. Na sowas, wie viel Schuss haben wir denn eigentlich? 9 Schuss, ich sollte vielleicht ein bisschen sparsam sein. Ich lasse ihn mal stehen. Solange er noch da drüben die Tapete ein bisschen sich anschaut, macht er ja keinen Ärger. Wir schauen dabei mal ein bisschen hier nach. Ich weiß, das ist nicht die Ecke, in die wir gehen sollten. Allerdings hat Barry ja gesagt, erstmal im Erdgeschoss bleiben. Und da drüben geht's nun mal nicht weiter. Also schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Und ich sehe schon grüne Kräuter, sehr schön. Und vor allem Magazine. Gut. Ist das ein Zombie oder ist das ein... Nee, ist eine richtige Leiche. Eine Leiche liegt auf dem Boden, so als sei sie plötzlich gestorben. Was zum Teufel ist im Haus vorgefallen? Ja, du hast doch schon gesehen, Zombies und so, ne? Allerdings finde ich ein bisschen fragwürdig, was hier so an der Wand hängt. Wieso hängen hier irgendwelche Fesselungsvorrichtungen? Na gut, wir stecken mal die Pflanzen mit ein. Her damit, grünes Kraut. Und nochmal grünes Kraut. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, was unser Inventar angeht. Das ist jetzt nicht so riesig. Allerdings werden wir noch... Oh, wir können die Treppen selbst hochgehen. Ich glaube, das war... Doch, man konnte sie auch richtig hochgehen ohne Zwischensequenz im Original. Allerdings musste man dann X am Treppenabsatz drücken und sie ist automatisch runtergegangen. Ich glaube, so war das. Ja, ist alles ein bisschen anders als im Originalspiel, aber... Ja, warum nicht? Ich glaube, aus meiner Erfahrung... Oh, hi, ich sehe jemanden. Ich glaube, aus meiner Erfahrung des Originalspiels kann ich hier nicht allzu viel Profit schlagen, letztendlich. Sie ist von der anderen Seite verschlossen, okay. Das ist cool, dass man die Zombies im Spiegel sieht, aber ich lasse den Kerl mal... Oder... Ja, ja, sag bloß... Oh, der geht um die Ecke. Okay, dann lass ich... Ne, da steht er hier gleich davor. Kann ich den so lassen? Gut, dann lasse ich ihn auch. Ich weiß, du bist ein ganz hübscher. So, was haben wir denn hier? Goldener Pfeil mitnehmen. Daran kann ich mich ja gar nicht erinnern, an irgendein Rätsel mit einem goldenen Pfeil. Na gut, ich lasse ihn erstmal hier, weil wir eben noch nicht so viel Inventarraum haben. Deswegen... bin ich mal ein bisschen sparsam damit, das Zeug einzusammeln und behalte mir einfach mal im Hinterkopf, wo es denn liegt. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Sie hat die Tür aufgeschlossen, sehr gut. Schauen wir mal rein. Ich habe übrigens auch gesehen, es gibt schon Leute, die, das Spiel ist ja erst seit ein paar Stunden freigeschalten, die das schon durchgespielt haben, auch auf schwer. Und die, ich glaube, 1:43 hat einer auf schwer gebraucht. Gut, da drüben rennt ein Zombie rum, den lassen wir erstmal. Auch hier ist ein Schwertsymbol eingraviert. Okay. Mir fällt gerade auf, wir haben das Erdgeschoss verlassen. So. Den nehme ich mal mit zur Selbstverteidigung. Und dann schauen wir erstmal hier drüben rein. Kann es sein, dass wir hier wieder in die große Halle zurückkommen? Nee. Scheint eine andere zu sein. Oder? Nee, doch, das ist die große Halle. Alles klar. Gut. Haben wir zumindest schon mal den Kreis geschlossen. Oh, du Bitch! Verdammt nochmal, dieses Drecksvieh! Jetzt reicht's mir. Komm, stirb! Gut, ich sollte mal nachladen. Ich weiß gar nicht, ob das der einzige Weg war, nachzuladen, aber das ist zumindest der mir gerade einfällt. So, zumindest ist der Hund jetzt schon mal weg. Wir sind immer noch auf gelb. Okay, ich warte mal, bis wir rot sind, bevor ich mich heile. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich tue es einfach mal. Und dann gehen wir mal wieder hier rein. Zumindest ist der Hund erstmal wieder weg. So, dann gehen wir mal hier rüber und schauen hier mal nach. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch was zum Sammeln. In der Hand des Statue. Oh Gott. Böser Zombie. Geh mal weg. Wir müssen uns ja nicht so da rantrauen ohne Grund. Gut. Bist du tot? Nein. Oder? Du musst natürlich auch in Richtung des Zombies schießen. Früher konnte man das sehr gut erkennen, wenn sie tot waren. Nein, ich dachte es mir. Früher konnte man es sehr gut erkennen, wenn sie tot waren, weil sich dann eine Blutlache unter ihnen gebildet hat.
Leider ist dem heute nicht mehr so, oder? Tot? Tot. Nein, heute ist dem nicht mehr so. Sehr gemein. Gut, lassen wir den jungen Herrn mal dort liegen. Und wir sehen schon, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel rumballern hier. Wir haben einfach nicht so viel Munition. Okay, wir müssen irgendwie an diesen Edelstein rankommen für später mal. Und leider ist das ein bisschen außerhalb unserer Reichweite. Wir sind übrigens überm Dining Room, wollte ich sagen. Überm Esszimmer. Deshalb müssen wir zu etwas unkonventionelleren Methoden greifen. Ich möchte nicht sagen vandalistischen Methoden. Und die Statue kurzerhand mal zerstören. Ab nach unten damit. Gut. Vandalistisch, ist das eigentlich richtig? Vandalisch? Wie heißt denn das? Ja, wir sind auf jeden Fall als Vandale unterwegs. Gibt es denn hier noch eine Tür? Nee, ne? Okay. Ansonsten sieht es mit Türen also ein bisschen dünn aus hier oben. Da kommen wir nicht durch. Durch welche bin ich denn gekommen? Durch die rechte, ne? So. Nehmen wir die doch mal und schauen uns nochmal hier oben ein bisschen um. Ach, das war dieser Gang mit den Spiegeln, oder? Nee. Oder doch? Doch. Okay, die war verschlossen. Dann gehen wir mal den Weg wieder zurück. Ich hoffe mal, der Zombie steht immer noch da und betrachtet sich selbst im Spiegel. Ja. Sehr gut. Ja, erzähl nicht. Oh, jetzt hat er es mitgekriegt. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, der hier drüben sieht auch noch ein bisschen lebendig aus, muss ich sagen. Nee, das lasse ich mal liegen. Wir behalten uns im Hinterkopf, dass es hier liegt, aber wir lassen es erstmal liegen. Okay, so richtig weiß ich nicht, was ich mit dem hier unten anfangen soll. Na, wir gehen erstmal weiter. Mal schauen, wo wir hier hinkommen. Zumindest erstmal wieder Stille. Auf dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist erst der Anfang. Na, dankeschön. Ist hier ja mehr denn je gültig. Und das kommt mir nicht bekannt vor, muss ich sagen. Aber das sieht irgendwie nach einer Falle aus. Hier der Schild mit den Spitzen und diese Schiene auf dem Boden. Naja, schauen wir mal. Okay, zumindest kann er uns nicht weiter schaden, wenn wir hier jetzt... Wenn wir den Schlüssel nehmen, dann wird der Weg versperrt, oder? Möge, wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Ich weiß nicht, ob ich den nehmen will, ehrlich gesagt. Ach komm, wir lassen es mal drauf ankommen. Wo, was? Wo, wo, wo? Halt, halt! Fuck you! Nein! Alter! Alter, was? Ja, 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 ja. Leg doch mal bitte den Schlüssel wieder rein. Können wir den benutzen? Oh, Gott sei Dank. Das ist ja gemein. Okay, wir brauchen also irgendein Schlüsselimitat. Doch, ich glaube, daran kann ich mich erinnern. Ein Schlüsselimitat, das kommt mir bekannt vor. Aus dem Originalspiel. Ein Holzschlüssel oder sowas. Gut, wir haben hier also erstmal ganz schlechte Karten. Bis wir den richtigen Schlüssel gefunden, den falschen Schlüssel, sagen wir es mal so, den richtigen falschen Schlüssel gefunden haben. Und solange würde ich sagen, rühren wir das Ganze auch nicht an. Ist vielleicht besser so. Immerhin gibt es nochmal einen Notausknopf für diese Falle. Das ist schon mal ganz schön. So, ich denke mal, das wird der Schwertschlüssel sein. Wäre zumindest naheliegend. Gab es hier unten eine Tür? Nee, ne? Gut, dann schauen wir uns nochmal hier im Esszimmer um. Wo jetzt natürlich einerseits der Edelstein liegt, andererseits haben wir uns das Esszimmer noch nicht genauer angeschaut. Und das würde ich gerne nochmal tun vorher. Achso, abgesehen vom Esszimmer können wir natürlich auch noch hier mal ein bisschen langlaufen. Wobei hier natürlich der Zombie steht, der sich die Tapete anschaut. Nicht mehr, wie mir scheint. Sie ist von der anderen Seite verschlossen, okay. Na komm, den können wir schlecht ausweichen. Den müssen wir mal wegräumen. Oh, bitte zieh aber auf ihn. Ist er tot? Der ist tot und es bildet sich doch eine Lache, sehe ich gerade. Die ist bloß weitaus schlechter sichtbar, wie mir scheint. Gut. Dann nochmal kurz nachgeladen. Eieiei, schon wieder fast alles verballert, was ich hier gefunden habe.
Die Tür ist verschlossen, ein Rüstungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Vielleicht finden wir natürlich auch das Rüstungssymbol, denn der Raum sah eher nach Rüstung aus als nach Schwert. Ein Fahrstuhl? Von diesem Stockwerk aus können sie anscheinend nicht betreten. Nein, wirklich. Oh, der Keller. Ich kann mich so ein bisschen dran erinnern, aber ich glaube, der ist jetzt noch zu. Wenn das so ist wie im Originalspiel. Ja, genau. Ein Schwertsymbol ist eingraviert. Ja, denn den Keller betreten wir auf andere Art und Weise und das hier wird unser Ausgang sein, wenn ich mich recht entsinne. Gut, wir schauen uns, wie gesagt, mal im Esszimmer um. Oh, ich hoffe mal, dass später das Ausweichen der von Gegnern besser sein wird, als es jetzt bei den Zombies bisher geklappt hat. Denn ich habe im ersten Spiel, oder im Originalspiel, viel davon gelebt, dass ich Gegnern später vor allem einfach ausgewichen bin. So, wir haben hier natürlich einerseits das Holzemblem, das lassen wir aber erstmal stecken. Ich wollte mir mal die Uhr anschauen. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Das hier drüben gemeint? Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters, das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Schönes Bild. Gut, aber was sagt uns das jetzt? Ich meine, sie haben sich ja beide ermordet. Ich glaube, es hatte was mit dem Emblem zu tun, dass die Uhr dann quasi was freigegeben hat. Aber ich weiß es halt nicht mehr so genau. Ja, erstmal haben wir eine Kiste. Oder ist das nicht? Ach nein, das ist der Sockel von der Statue. An dem können wir natürlich nichts anfangen. Gut, hier haben wir natürlich den Edelstein. Für den gibt es aber momentan noch keine richtige Verwendung. Deswegen lassen wir den erstmal liegen. Und ich würde sagen, zum Anspielen war das jetzt erstmal genug. Wir sehen uns in einer neuen Session wieder dann die Tage mal. Genau, und dann werden wir das Ganze noch ein bisschen weiter ergründen und werden mal auf die Suche nach unseren ganzen Mitgliedern gehen, nach unseren Teammitgliedern. Bis dann, haut rein, ich speichere mal kurz. Ja, bitte speichern, dankeschön. Bis dahin, haut rein und wir sehen uns. Also, bis bald.